Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, Wein hat man gestern fertig versucht. Das habe ich noch im Off gemacht dann. Vorher bloß noch Futter auffüllen, das drüber geschwappt ist, wegmachen. So, jetzt geht's hier weiter. Wie sieht's aus bei den Kälbern? Sind da drei Stück da? 100%. Ich nehme schon mal raus. Haben wir gelernt, hier kommen wir am besten hoch, wenn wir hier hinten in der Ecke. Hammer hoch. Hier, da du da schon achte auf. Du bist 100%. Mal schon mal mit raus. Und das halb voll. Wie ich die ganze Zeit über 44% in der Box drin habe. Brauche ich da auf 50%. Schwierig, schwierig, schwierig. Gerade hin. Was? Ach Mann, und da gerade hoch. Geht das nicht mehr? Geht das noch bei dem Tier oder was? Muss ich jetzt trollen oder wie? Kriegt das Ding nicht mehr drauf? Denke ich jetzt herum. Oh, sind jetzt Leute. Kriegt das nicht mehr weg hier, ja, ich hänge. Die Motten hier. Hängt das Tier auch noch fest oder was? Irgendwie der Laderampe verpackt. Aber runtergekriegt, jetzt heißt gelangt. Verstehe ich nicht, warum das hier näher. Ob ich die vorwärts reinkriege, denn und das Tier hier vorwärts reinstellen geht. So. Gibt's Futter und Co. Info Futter 3%. Okay, das ist gut. Subkocher. So, let's go. Kram die Nase. Genau.
Genau das dachte ich mir jetzt. Genau das dachte ich mir jetzt. So kommt. So, bei mir alles systematisch. Und beiden wieder reinfahren. Mut ich mal. Aber in einem anderen. Erstmal machen wir das hier. So, Dille, let's go. Schon mal einen halben Stall sauber. Ach ja, so ist das mit dem Licht. So, zwei, dreimal müssten wir fahren, das sehe ich jetzt schon. Also immer auf definitiv noch eine Ladung haben wir noch drin. Jetzt los, Stimme versagt. Ganz schlechte Idee. So, hier rum. Wie viele Kilometer habe ich schon Schubkarre? Und eine Betriebsstunde. Menschenskinder. Muss gucken halt die Schränke. Das Ding ist alles aussieht. Das Sperma ist alles aussieht. Also bei Gelegenheit neues holen. Alles bei Ohrst um 8 rum oder um 9, wenn das Ding auf hat. Der Händler. Ja, aber das auch nichts. Da muss ich wieder mal solche Dinger holen. Und so ein paar Kännchen.
eins nach dem anderen. Aber ich lasse das erstmal so und mache dann hier mal die Dinger dann wieder leer. Das können wir auch machen. Die Dinger da leer werden. Die Zuchtboxen. So, Deli, haben wir die halbe Folge ausgemistet schon mal. Warum auch nicht? Noch ganz kurz im Tiermenü gucken. So, hier sieht es so aus. Wolle, bum, Bergestall. Halbend. Ne, ist noch da. Okay. Mischration brauchen wir neu und Stroh. Alles noch da. Sonst zeigt mir das hier vorne aber nicht an. Das Tor schließt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wie seht ihr hier aus, Kälbchen? Die scheint größer zu sein. Die scheinen ein Stück gewachsen zu sein. Kann aber wohl täuschen. Ein Frontlader dran, ne, da steht. Okay. So, einen Strohballen. So, um hier. Oder noch Mischration. Dann haben wir schon mal die Schäpsis ausgemüht, also die Kühe ausgemüht, die Hühner reingucken. Wie es da aussieht. Dann gibt es erst einmal Futter. Und
Fuder, Fuder, Fuder. Dilly. So, mal hier oben. Vier Schweine sind fertig. Die Kälber, bevor ich dann weg, jetzt geht's an die bei die Hühner gucken. Schweine, Kühe, Kälber haben wir abgehakt. Haben wir noch Hühner und Schafe. Das haben wir in der gestrigen Folge gemacht. Hier ist auch ein bisschen Mist, futtertechnisch auch. Ein Schubkocher noch. Ein bisschen Futter drin. Gucken, ob wir das Futter schon rauskriegen. Oder eher nicht. Ich bin drei Schlitter. Das war eigentlich reinbringen. Ist weg. So. Ausgemistet haben wir auch. Eine Mistblätter haben wir hier keine. Kippe ich bei den Schweinen mit hin. Da kippe ich bei den Schweinen mit hin. So ist der Weg hier auch wieder drüber. Und so viel haben wir auch noch nicht. 70 Liter Mist, das reicht so. So, Dilly. Haben wir da wieder was geschafft in dieser Folge? Gut, wie, sagen wir es mal so. Versorgt sind sie erstmal. Die Hühner. Gucken wir mal nach dem Wasser schnell. Wo hänge ich jetzt hier? Wo hänge ich gerade fest? Irgendwie hing ich gerade fest. So. Versorgt sind sie auch mit Wasser und Co. Aber dass man die Schafe ausgucken muss, das machen wir in der morgigen Folge. Denn wir sind schon wieder am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.